Dankeschön. Ich muss sagen, man ist trotzdem nervös, obwohl so viele Leute so digital da sind. If you can hear me well, could you maybe do a bit of a reaction? Ihr seht jetzt schon, es sind ganz viele online und wir können jetzt starten. Ich bin nicht gewöhnt, im Computer zu sprechen. Im Hintergrund bellt der Hund. Ein schwieriges Jahr 2020 für uns alle geht zu Ende. Mein großer Dank an meine Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung, aber auch an unsere Förderer und Partner, an die Freunde der Schwarzkopf-Stiftung. I would like to thank all of those who have made 2020 a success for the foundation. I'd especially like to thank these dedicated young Europeans who continuously shape Europe to become a democratic, peaceful and pluralistic society. That what we are looking at now is a whole generation of new activists. I see how young people invest their time, passion and knowledge in making a difference for themselves, their peers and the communities they live in. Deshalb möchte ich jungen Menschen in Deutschland vermitteln, dass sie großes Glück haben, dass es hier Pressefreiheit gibt. The highlight for me in this difficult year was the possibility to experiment with innovative techniques. About diversity and inclusion. And this is something we cannot stress enough in this project. Another highlight was to get to be part of the social media working group. Und am schönsten war es, selbst wirksam tätig zu werden. And for me, the highlight of 2020 has been the build resilience by the national committees and their sense of public service and public duty to still share, given the circumstances, wonderful experiences for the youth in Europe. Für mich ist das eine einmalige Chance, mich aktiv einzubringen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe meinen Horizont sehr stark erweitert. Können wir diskriminierendes Wissen verlernen? Frau Gurode, Virtual Stage is yours. Bitte schön. Ich freue mich heute Abend ganz herzlich, unseren Experten für Außen- und Sicherheitspolitik Wolfgang Ischinger zu Gast zu haben. Auch hier in Deutschland ist Queerfeindlichkeit, sind Diskriminierungserfahrungen traurige Realität. Und zwar, weil die Gegenwart einem immer suggeriert, dass man keine Chance hat. Deswegen darf man hier niemals glauben. Kann ich jetzt zu den Schülern sprechen? Es ist wunderbar, dass ihr etwas tut, was für die Menschheit ist. Ich stelle Ihnen heute unser Projekt vor. Und versuchen hier eine Kultur der Erinnerung zu schaffen. Because of this recognition, I was able to be even prouder as a young Roma. When you're not living fully and truthfully to who you actually are and following your own heart. Then yeah. They take away your freedom from self-defining your. What was good is that we strengthened ourselves in a way because it was a very challenging year. Giving a safe space for the young peers to develop themselves. How can we as young people bring forth another narrative on migration? Welcome to our channel, Post-Migrant Europe. That I'm living here with people who are at the same time quite different than who I am. But also, if not even more important, humans and the notion that we create something together in different ways. Und lassen Sie uns gemeinsam in 2021 weiterbauen am Europäischen Haus unserer liberalen, offenen, solidarischen, demokratischen Gesellschaft, in der wir leben wollen.